Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Video, in dem ich euch eine kleine neue Funktion vorstelle. Ihr seht sie schon. Da oben ist plötzlich so ein schwarzer Kasten, in dem ja, Buchstaben und Zahlen stehen, um es mal grob zu sagen. Genaueres erkläre ich euch noch gleich. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, ich bin auch gerade in SSO eingeloggt, bei mir ist er nicht da. Warum ist er bei dir da? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar taucht er nur auf, wenn ihr die Taste F11 drückt. Damit könnt ihr ihn ein- und ausblenden und ihr könnt ihn auch mit der Maus hin und her ziehen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich auch, was bringt dieser Kasten? Ja, an sich nicht mega viel, aber er bringt doch ganz sinnvolle Infos. Gucken wir uns erstmal an, was hier alles so steht. In der ersten Zeile FPS. Viele von euch wissen vielleicht nicht, was das ist, das heißt Frames per Second, also die Bildrate pro Sekunde quasi, wie flüssig das Spiel läuft. Und je höher die Zahl ist, desto flüssiger läuft euer Spiel. Ihr könnt ja auch in den Einstellungen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, hier könnt ihr das Ganze auch sehen, die FPS. Und ihr könnt durch verschiedene Einstellungen das Ganze auch noch einstellen. Ich glaube, ja genau, Vertical Sync begrenzt die FPS-Rate auf 60 als Maximum. Das heißt, das laggt dann irgendwie nicht so. Also was genau das macht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall beeinflusst es das Ganze. Das ist auf jeden Fall die erste Zeile. Je höher, desto besser in eurem Fall. Dann was sehr Wichtiges: Servername SSO-EU-DE-07. Sagt euch jetzt vielleicht erstmal nichts, aber wenn wir auf die letzte Zahl gucken, 07. Ich bin auf Server 7, BlackBerry Galaxy. Und das Ganze heißt einfach nur, dass ich auf einem SSO-Server bin, in der Region Europa, in der Region Deutschland und Server Nummer 7. Und jetzt denkt ihr euch, ja klar, ich weiß, auf welchem Server ich bin. Bringt mir jetzt nichts. Aber viele fragen öfters mal im Klobi-Chat nach, welcher Server ist das hier? Oder viele loggen sich ein, wechseln öfters Server, wissen gerade nicht, auf welchen sie sind. Und ehe sie sich dann auf der Website anmelden müssen, um zu gucken, auf welchem Server sie sind, wenn sie sich gerade nicht sicher sind oder halt nachfragen müssen, warten, bis jemand im Klobi antwortet, dann gibt es vielleicht welche, die aus Spaß was anderes schreiben und und. Ja, ist die Funktion doch ziemlich einfacher. Einfach F11 drücken und dann die letzte Zahl lesen und dann seht ihr, auf welchem Server ihr seid. Dann Server Latency, das hat mit der Latenz zu tun, die eure Verbindung zu dem Server bedeutet. Das heißt, ja, je höher das Ganze ist, desto schlechter. Nicht wie bei den FPS, je höher, desto besser, sondern je höher, desto schlechter und je niedriger, desto besser. Das ist quasi eure Verbindung zu dem Server. Der Server steht ja, schätze ich mal, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, SSO hat irgendwann mal gesagt, dass sie in Deutschland und in anderen Regionen auch Server aufstellen. Das heißt, dieser Server wird in Deutschland, schätze ich mal, stehen. Und ja, jetzt seht ihr gerade, die Zahl ist hochgegangen, was auch immer da gerade los ist. Das ist nicht gut. Aus irgendeinem Grund ist sie auch gerade. Also ich weiß gerade gar nicht, ob das ein Anzeigefehler ist, weil wenn ich 621 MS hätte, würde es ziemlich laggen im Spiel und das ist gerade nicht der Fall. Also je höher diese Rate ist, desto länger dauern Interaktionen im Spiel. Wenn ihr zum Beispiel ein Item von A nach B zieht, wenn ihr Transporter fahren wollt und und. Kennt ihr vielleicht, bei manchen Updates gibt es ein paar Probleme, dass ja. Kennt ihr vielleicht, das war schon öfters der Fall, wenn ihr Transporter fahren wolltet, das ist ewig nichts passiert. Und irgendwann habt ihr einen Timeout bekommen. Irgendwann, wenn das Ganze zu lange so ist und der Server nicht mehr hinterherkommt, dann bekommt ihr einen Disconnect und fliegt aus dem Spiel. Warum das gerade bei 621 ist, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, nicht der richtige Wert gerade. Naja, jetzt sind es wieder 32, das stimmt schon eher. Das ist auf jeden Fall irgendein Fehler oder was auch immer. Macht gerade nicht so viel Sinn, aber 32 macht schon mehr Sinn. Und 32 sind recht gut. Also klar geht es noch besser, aber alles, was unter, sagen wir mal, 80 ist, ist eigentlich ganz okay. Und wenn nicht, dann wohnt ihr entweder sehr weit von dem Server entfernt, habt eine schlechte Internetverbindung oder. Oder der Server hat gerade Probleme, wie das öfters mal bei Updates der Fall ist. Gut. Dann zur letzten Spalte, Server Time. 2023 ist das Jahr, 02 ist der Monat, 18 ist der Tag, 14
38, 24 sind die Minuten und Stunden, also ist die Uhrzeit quasi. Und aus irgendeinem Grund ist das Ganze entweder auf Sommerzeit eingestellt, weil ich habe gerade 13:38 Uhr und nicht 14:38 Uhr. Also es ist eine Stunde voraus. Ich schätze mal, das ist auf Sommerzeit permanent eingestellt und reagiert nicht darauf, dass wir momentan in Deutschland Winterzeit haben. Ich weiß halt nicht, ob Schweden oder andere Länder, von denen das gemanagt wird, hier das Ganze überhaupt Sommerzeit haben. Vielleicht haben die einfach gerade eine Stunde früher. Was weiß ich. Wird schon irgendeinen Grund haben oder sie haben es einfach vergessen, die Sommerzeit da mit einzubauen. Genau. Und das ist quasi die aktuelle Uhrzeit, wenn ihr gerade nicht auf die Uhr schauen wollt und dran denkt, dass das eine Stunde länger ist, rechnet ihr einfach eine Stunde runter. Während der Winterzeit jetzt in der Sommerzeit müsst ihr natürlich gucken, ob das Ganze dann stimmt, werden wir sehen. Aber ja. Gut, ja, das ist die neue Funktion. Nicht mega krass, aber eigentlich ganz praktisch. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es an sich ganz cool. Hat man jetzt nicht mega gebraucht, aber ist eigentlich für viele Dinge, wie ich es gerade erklärt habe, ganz praktisch. Gut, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.